Ein neues Video, meine Lieben. Luca ist wieder am Start und er geht schon wieder schlafen hier. Und heute geht es um massive Kritik um Folge 4, denn der ein oder andere Exit hatte es in sich. Es geht natürlich um Tracy. Die Kommentare sind ehrlich gesagt sehr gespalten. Tracy hat ein kleines Statement abgegeben, das werde ich euch auch nochmal in dieser Folge zeigen. Tracy hat auch ein Interview mit mir gemacht, das kommt morgen, solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ist sehr, sehr spannend, ist nochmal viel ausführlicher als ihr Statement. Und was die Kritik in dieser, ja, in dieser Folge war, das besprechen wir in diesem Video. Welcome back! Wo sind meine GNTM-Fans? Luca ist auch GNTM-Fan. Ich freue mich ja auf euer Feedback. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt sprechen wir doch mal über das, was in der gestrigen Folge passiert ist. Also, Tracy ist zurückgekommen. Für diejenigen, die die letzte Staffel vielleicht nicht geguckt haben, Tracy war in der 18. Staffel, ist dann freiwillig ausgestiegen, weil es nicht so ihr Ding war. Ich habe ein Interview mit ihr gemacht im letzten Jahr. Da hatte sie dann gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass sie das irgendwann bereut. Genau das ist leider eingetreten. So läuft es manchmal im Leben. Dann hat sie im Finale gefragt, ob sie nochmal dabei sein darf. Heidi hat gesagt, ja. Dann ist sie nachgerückt. Ja, sie war nicht beim Casting und bei dieser Fashion Show, weil sie ja quasi schon eine Zusage hatte in den festen Cast. Und dann war es jetzt soweit. Und ich habe Tracy auch als eine Kandidatin überlebt, nicht überlebt, sondern erlebt, die auf jeden Fall mehr Spice hatte und mehr Drive. Und man hat irgendwie auch gemerkt, so wow, okay, dass sie merkt jetzt, dass das ihre Chance ist. Sie möchte das unbedingt. Aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Auch irgendwie beim Shooting. Das war alles, es waren natürlich auch schwere Voraussetzungen. Jeder geht anders damit um. Ne? Klar, es ist für alle gleich schwer, aber der eine hat in bestimmten Situationen mehr Talent als der oder die andere. Und am Ende war es dann so, dass Tracy in der Folge, in der sie gekommen ist, direkt auch wieder rausgeflogen ist. Da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein. Ich glaube, wir sind uns alle im Kern einig, dass jetzt ihre Leistung nicht die beste war und dass die Fotos jetzt auch die, die uns gezeigt wurden, nicht so gut waren. Aber einige waren schon im Vorfeld froh und haben gesagt, hoffentlich fliegt sie raus. Andere haben gesagt, oh mein Gott. Und jetzt gucken wir uns doch mal die GNTM-Kommentare an. Und da hat der Adrian drunter geschrieben, den ich auch kenne. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Kommentar. Manchmal hat man eben nur diese eine Chance im Leben oder ist eben nur einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In Tracys Fall war das die letzte Staffel. Sich damals dagegen entschieden zu haben, ist ihr in dieser Staffel auf die Füße gefallen. Aber ich kann das irgendwie total gut nachempfinden und ich glaube, beinahe jeder war schon mal in so einer ähnlichen Situation. Marcia, Kandidatin der aktuellen Staffel, hat geschrieben, ehrenlos, ja. Dann hat jemand geschrieben, Tracy, euer Ernst, was ist das für eine Fake-Sendung? WTF, was war das? Da muss ich jetzt sagen, so, also Fake-Sendung finde ich dann jetzt in dem Fall ein bisschen krass, weil sie war jetzt nicht sonderlich gut beim Shooting. So, jetzt kann man natürlich sagen, man hätte ihr nochmal eine Chance geben sollen und andere waren vielleicht irgendwie schlechter. Da wäre ich jetzt gar nicht so weit von entfernt. Aber wir gucken doch mal, was die Leute so drunter geschrieben haben. Okay, die meisten hier sind natürlich sagen so, ja, das war, sie war halt echt nicht gut. Viele sagen, ja, ist echt so, dass es fake ist. Dann schreibt jemand nicht gut. Hast du mal gesehen, was für Kandidaten dieses Jahr dabei sind? Und Tracy reinholen und direkt kicken, okay. Es gab halt echt schlechtere als sie und Tracy hat schon mal gezeigt, dass sie was kann. Also warum sie, okay? Also hier diskutieren die Leute so ein bisschen rum, ja, was jetzt richtig oder falsch ist. Hier schreibt eine, wie peinlich für Tracy, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil manche Sachen liegen dir, manche Sachen nicht. Es ist keine Blamage oder sonst was. Es ist einfach, ne, manche Sachen liegen einem und manche halt nicht. Und ich finde, dafür muss man sich nicht schämen. Hier schreibt eine, unnötig Tracy für eine Folge zurückzuholen, nur um Fehler an sie, also an ihr zu suchen, um sie rausschmeißen zu können. Okay, das finde ich ein bisschen albern, diesen Kommentar, weil man wusste ja nicht, was für ein Shooting kommt und man wusste ja auch nicht, wie sie abschneidet. Ja, also wenn sie jetzt die Beste gewesen wäre, was offensichtlich gewesen dann wäre in der Situation, dann hätte man sie ja auch nicht so rausschmeißen können. Und das betrifft ja auch irgendwie alle anderen. Ja, also alle, die, sage ich mal, in der ersten Folge als Beispiel da waren und du willst runtergehen, Luca, ne? Naja, dann geh mal. Hat keine Lust mehr auf GNTM-Themen hier. Ja, also wisst ihr, was ich meine? Das könnte man ja irgendwie bei allen sagen, die nur eine Folge dabei waren oder sonst so. Das ist also part of the game. Hier schreibt jemand bei Bau und Tracy, verstehe ich das null. Tracy wollten die nur fix loswerden. Tja, Tracy war einfach zu überheblich.
Ich kann nachvollziehen, man sagt, dass sie irgendwie zu überheblich war, aber das ist ja nicht der Grund, warum sie am Ende rausgeflogen ist, sondern der Grund war ja, dass die Leistung nicht so gut war. Hier schreibt jemand, es hieß doch direkt nach dem Shooting, dass Bao die Kritik so super umgesetzt hat. Verstehe jetzt, to be honest, nicht, wieso er raus ist. Naja, er hat die Kritik gut umgesetzt, aber er war natürlich trotzdem einer der Schwächsten. Also, wenn man eine Kritik gut umsetzt, macht dich das ja nicht zum Besten. Ne? Was ist mit Pizzi und Vivian? Okay, gut, das haben wir schon geklärt. Beide sind raus. Warum wissen wir nicht? Genau. Tracy und Vanessa kann ich verstehen, aber Bao und Yannick verstehe ich nicht. Siehst du, es ist wieder so ein bisschen anders. Und hier kommt schon jemand, also geht gerade nicht um das Thema. Na toll, nächste Woche kommt wieder die Designerin, die sich immer so viel Mühe gibt, sympathisch rüberzukommen. Die Folge setze ich da vor. Ich liebe das. Und vor allem, die sich so viel Mühe gibt, sympathisch rüberzukommen. Ich liebe das, wenn Spice so Leute. Also ich brauche jetzt kein Volldrama, aber ich brauche auch nicht nur eine Friede, Freude, Eierkuchen. Genau deswegen liebe ich das doch, ja. Ja, hier schreibt wieder eine, die Jungs waren im Gegensatz viel besser. Schade, sie rauszuwerfen, nur um die Anzahl im Gleichgewicht zu halten. Hier schreibt jemand runter, ich glaube, es geht weniger um Gleichgewicht, sondern darum, dass die getrennt bewertet werden. Gibt ein Mann, ja, genau. Ja. Ja, hier schreibt noch eine, GNTM-Fanseite hatte so große Hoffnung in Tracy, aber sie war leider wirklich mit die schlechteste heute. Demnach zu Recht. Genauso wie die anderen Rauswürfe. Hätte vielleicht gerne Bau noch mal eine Chance gegeben. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Folgendes. Das geht jetzt noch ewig so weiter. Die Leute sind da wirklich sehr gespalten. Wir gucken uns mal das Reel oder besser gesagt das TikTok an von Tracy, was sie gemacht hat. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Hey ihr Lieben, vorab möchte ich aufklären, dass dieses Statement nicht dazu dient, GNTM oder das Team anzugreifen. Ich möchte mit dem Statement lediglich nur meine Wahrnehmung und Auffassung am Set erklären. Meine Reise bei GNTM ist schneller geendet als erwartet. Ich persönlich habe auch nicht damit gerechnet, dass meine Reise so schnell enden wird. Mir war zwar bewusst, dass ich nicht gewinnen werde wegen meinem freiwilligen Aufstieg in der letzten Staffel, dennoch wollte ich die Chance ergreifen und nutzen, zu beweisen, dass man mit dem richtigen Mindset und mit der richtigen Einstellung alles aushalten kann. Bei der zweiten Begegnung mit Heidi am Set, wo die Folge gedreht wurde, war die Stimmung komplett komisch, denn Heidi hat mich absolut nicht wahrgenommen, mich komplett ignoriert, was sie sonst eigentlich nie macht. Wenn wir aufeinandertreffen, begrüßen wir uns normalerweise. Und in dem Fall war das nicht so. Und da wurde mir bewusst, okay, hier ist irgendwas merkwürdig. Ob mein Rauswurf geplant war oder ob es ein Rachezug war für meinen freiwilligen Aufstieg in der letzten Staffel. Wenn man tiefgründig denkt, setzt sich das Puzzle automatisch zusammen. Wenn man tiefgründig denkt, setzt sich das Puzzle automatisch zusammen. Mehr darf ich erstmal dazu nicht sagen. Eins ist aber klar, dass Reality-Shows alles dafür tun, um bei den Zuschauern Aufsehen zu sorgen. Selbst das Unerwartetste wird in dem Fall getan. Und selbstverständlich wird auch das schlechteste Bild von mir gewählt. Zu dem Bild werde ich erstmal nichts sagen. Ich lasse das Bild kommentarlos so stehen. Und selbstverständlich werden auch nur schlechte und schwache Momente von mir ausgestrahlt. Meine zweite Teilnahme bereue ich dennoch nicht, denn ich habe wundervolle Menschen kennengelernt und eine aufregende Zeit erlebt. Und hey, ich durfte all das zum zweiten Mal wieder erleben. Den Hintergrund lassen wir jetzt außen vor. Aber das ist die positive Bedeutung, die ich aus der Sache ziehe. Meine Reise bei GNTM ist zwar vorbei, aber im realen Leben beginnt ein neues Kapitel. Ich habe mit der Sache positiv abgeschlossen, denn schließt sich die eine Tür, öffnet sich direkt danach immer die nächste Tür und ich freue mich auf alles, was auf mich zukommen wird und ebenfalls auf die Zeit mit euch. Also, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, wenn ihr das sehr spicy fandet und wenn das für euch schon ein nicer Tea war, dann freut euch mal auf das Interview von mir. Das ist nicht super lang geworden, das sind nur 23 Minuten oder so. Aber Tracy hat so krasse Sachen rausgehauen, dass er einfach nichts mehr zu fragen hatte. Und zu diesem Statement, ich kann es natürlich so schlecht beurteilen, weil ich ja nur das gesehen habe, was, wie soll ich denn sagen, nur das gesehen habe, was ich gesehen habe. Ich war nicht dabei. Sie hat dieses Statement sofort rausgehauen. Also sofort, als die Sendung vorbei war.
Da weiß ich halt jetzt nicht, ob sie das jetzt aus der Perspektive, aus der Zuschauerperspektive so ein bisschen anders sieht, weil sie ja jetzt quasi sieht, wie die Ergebnisse aussahen, wie sie wirkte, weiß ich nicht. Aber sie fühlt sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise ungerecht behandelt. Kann ich das verstehen? Ich verstehe es immer, wenn man enttäuscht ist, weil man natürlich auch eine Erwartungshaltung hat, so wie immer im Leben, ne? Also man, gerade wenn man auch schon mal dabei war und dann irgendwie nochmal antritt und dann ist auch diese riesen Erwartungshaltung und dann fliegt man in dieser Folge raus, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ob es jetzt bewusst gemacht wurde, will ich jetzt ehrlich gesagt nicht so unterschreiben. Ich sage euch auch warum, weil sie war ja nicht die Beste. Ihr wisst, ich liebe Tracy, ich liebe ihren Look, ich liebe, dass sie tolle Fotos macht, aber sie war bei dem Shooting nicht die Beste. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie vielleicht extra rausgeworfen wurde, weil das würde man sagen, wenn jemand die Beste war und die Person dann fliegt, dann würde man sagen, so, ne? Also ich nehme mal ein Beispiel. Letztes Jahr im Finale beim Rückwärtswalk mit Jean-Paul Gaultier zum Beispiel, da hat er Vivien in den Himmel gelobt, als wäre sie die Beste gewesen. Ich glaube, er hat es sogar gesagt, dass sie die Beste von diesem Walk war. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich will jetzt auch ihm nichts absprechen, auch wenn ich das gerade mache, aber es war für jeden Blinden ersichtlich, dass sie nicht die Beste war, ja. Genau, und das war hier halt nicht so. Deswegen finde ich es dann jetzt schwierig zu sagen, das war alles fake, aber ich würde sagen, wir warten mal auf dieses Interview ab. Es kommt morgen raus, ihr Lieben. Ich glaube, ihr werdet es lieben, weil es einfach ein Interview war, was einfach. Es gibt so viele krasse Sachen, die da erzählt werden, die wirklich echt spannend sind. Und darauf freue ich mich, dass ich das mit euch teilen kann. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir mal in die Kommentare und dann gucken wir mal, was hier so die nächsten Tage noch passiert. Ne? Sonntag kommt ja noch der Talk mit Kilian Kerner. Ich freue mich drauf, ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.